Herr Truman ist einer der neuen Ansprechpartner für den deutschsprachigen Raum für die Firma Hartmann und Sie haben wahnsinnig viele tolle Sachen mitgebracht hier auf die Messe. Was denn zum Beispiel? Ja, hier haben wir zwei tolle Anschauungsmodelle. Zum einen ein Twinball-Valve mit rheinmetallerstichenden Kugelhähnen und zum anderen im Hintergrund schön groß dargestellt, das ist ein Kavernkopf. Den setzt man so auf Salzkavernspeichern ein und da zusätzlich obendrauf eine Erstbefüllung. Und was ist da die besondere Entwicklung bei den beiden Produkten und Sachen, die Sie mitgebracht haben? Also bei den Kugelhähnen insgesamt beobachten wir, dass immer mehr in Blockbauweise gemacht wird. Das heißt, ich habe nicht nur einen Kugelhahn mit einem Kugelsitzringpaket, sondern man packt mehrere Kugelsitzringe zusammen. Man spart so Schnittstellen. Anstatt dass man zwei Kugelhähne aneinander schraubt, hat man so weniger Schnittstellen nach außen, höhere Sicherheit und das alles in einem kompakten Block, den wir bei uns im Werk komplett prüfen und abdrücken können. Und bezüglich des Bohrlochkopfes, genau, was ist das? Bei den Kavernen, also dass wir machen allgemein Bohrlochköpfe und da sind wir jetzt ganz aktiv auch in den erneuerbaren Energien tätig und da ist ganz groß die Tiefengeothermie. Die Kavernspeicher sind auch ein wichtiger Punkt. Dort gab es aber vor einigen Jahren den Hype in Deutschland und das ist wichtig für den Energiewechsel. Damit man den schafft, braucht man die Kavernspeicher. Und dort geht es jetzt in anderen Ländern auch damit los. Deutschland ist da immer Vorreiter und ja, damit gehen wir auch woanders hin. Und Sie haben hier auf der Valve World, in der Valve World News heute zu lesen, was ganz Besonderes mitgebracht. Da gab es heute die Pressemeldung zu. Was genau ist das denn? Genau, das ist der sogenannte Solid Block. Man kennt den sonst aus der EMP-Industrie früher mit Spatenschiebern. Und das war immer für uns ein Problem, weil das sehr kompakt ist und Spatenschieber sind ein bisschen kürzer als unsere Kugelhähne. Und wir haben es jetzt geschafft, diese Kugelhähne in den Solid Block zu bringen. Und das Problem ist in Deutschland, dass viele Lagerstätten langsam ausgefördert sind und nur noch niedrige Drücke herrschen. Und mit dem Sitzring, der ist durch Federn vorgespannt, haben wir auch bei geringen Drücken eine Gasdichtheit. Und das ist eben der Riesenvorteil, dass die Kaverne dicht bleibt und das ist ein Sicherheitsaspekt. Sie sind ja quasi, ich würde sagen, der Nachwuchs. Was würden Sie sagen aus der persönlichen Sicht, wie sich die Industrie gerade entwickelt und wo es so hingeht? Also insgesamt würde ich sagen, dass die Branche jetzt etwas jünger wird. Man merkt, mehrere junge Leute kommen auch in die Industrie. Und das ist natürlich immer ein bisschen Wandel, neue Ideen. Und ja, das merkt man überall. Ich denke nicht nur bei unserer Firma, aber wir sind auch sehr stark. Wir sind jetzt in eine dritte Generation gegangen. Die drei jungen Hartmänner sind jetzt in die Geschäftsführung gewechselt. Und das ist ja, insgesamt im Unternehmen zu merken. Merkt man das auch hier auf der Valve World Expo, dass ja, die Zeiten sich ein wenig ändern? Auf jeden Fall. Überall sieht man neue Leute, die auch natürlich immer neue Ideen mitbringen. Und dadurch sieht man natürlich an jedem Stand auch andere Neuheiten, wovon wir teilweise, wenn es Antriebshersteller sind, auch profitieren. Weil das ist natürlich mit unserem Produkt nachher im Einsatz und da zählt alles. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Erfolg in Ihrer neuen Position und natürlich die Firma Hartmann auch einen ganz tollen Erfolg. Und vielen Dank für das tolle Gespräch. Dankeschön. Danke.